Wunderschöne Bilder. Das kann eigentlich nur eine Rosa sein. Ist das richtig? Von der Regie? Aha, gut. Ja, gut. Dann gebe ich jetzt nach Arosa zur Ursi Spaltenstein weiter. Ja, da sind wir also live aus Arosa. Herzlich willkommen. Und ich glaube, dass all die, die jetzt in der Milchsuppe gesessen sind, den ganzen Tag uns richtig neidisch sein werden. Denn wir haben hier strahlend blauen Himmel, herrliches Wetter und auch ideale Sportbedingungen, wenn man Wintersport treiben will. Wir haben einiges vor. Wir sind hier im Moment auf dem Obersee in Arosa, wo sonst traditionell Pferderennen stattfindet. Heute ist das ganz anders. Zum ersten Mal findet Windhunderennen hier in Arosa statt. Es geht um den grossen Preis der Schweiz. Wir werden darüber berichten, wir werden Live-Rennen Ihnen anbieten können, Informationen zu diesen Rennhunden. Und da darf ich Ihnen auch gerade den Rennleiter von dem Anlass vorstellen. Das ist der Heinz Gut. Die einen haben ihn vielleicht schon kennengelernt beim letzten Sonntagsmagazin, wo Sie ja bei uns im Studio zu Gast waren. Sie haben können wetten. Auch zu dem Thema werden wir heute Nachmittag noch kommen. Hinter uns da machen sich gerade die Afghanen bereit. Im Laufe des heutigen Tages gibt es jene Rennen. Das da werden Sie jetzt gerade live dann können mitverfolgen. Und natürlich dann auch das Greyhound-Rennen, das für Sie daheim wichtig ist. Eben wegen der Wette werden wir auch live haben. Herr Gut, vielleicht gerade zuerst etwas zum Sport in der Schweiz. Ich glaube, für viele ist das ein Hobby im Vergleich jetzt zu England, wo das doch sehr professionell betrieben wird. In der Schweiz ist es tatsächlich ein Vergnügen für Besitzer und Hund. Es geht um nichts, um einen Pokal, um ein bisschen persönliche Ehre. Anders im Ausland. Vor allem in England und in den Vereinigten Staaten. Da kann ein Hund Hunderttausende von Franken gewinnen als Erster. Er kann nachher über Jahre raus, wenn es ein Rüd ist, mit dem Decken von Hündinnen ebenfalls enorm viel Geld seinem Besitzer verdienen. Und dann ist natürlich vor allem auch das Wettgeschäft, das im Ausland stark die Professionalität noch nach Hut treiben tut. In England vielleicht noch schnell der zweitstärkste Publikumssport. Es werden jährlich 2 Milliarden Pfund gewettet an Windhundrennen. Und Sie sehen, das ist dort ein Business. Der Hund ist beim Trainer, wird professionell vorbereitet wie ein Rennross. Und bei uns ist es der Plausch. Sie haben den Hund zuhause. Sie müssen ihn selber trainieren. Sie können ihn auch selber einsetzen am Rennen, so wie jetzt hinter uns gerade die Afghan-Besitzer ihre Hunde in den letzten Augenblick vor dem Start vorbereiten. Über die Hunderassen, was alles für Hunde hier bei den Windhundrennen können, werden wir auch noch darüber reden. Jetzt die Afghanen, man kann vielleicht mal kurz zeigen, was braucht es eigentlich an Utensilien, an Ausrüstung? Es braucht einen Maulkorb für den Fall, dass es ein bisschen, mit allzu viel Eifer die Hunde bei der Sache sind. Und es braucht Renndecke als technische Voraussetzungen und es braucht eine Rennlizenz, damit sie überhaupt zum Rennen zugelassen werden. Ist eigentlich so ein Hund nervös vor einem Rennen? Also ich glaube, der Hund ist schon auch nervös, weil er sieht das Lockmittel, also das Hasenfell. Aber ich würde doch schätzen, dass der Besitzer wahrscheinlich nervöser ist. Jetzt Sie sind der Verantwortliche, der Startzeichen gibt. Darf ich Sie bitten, dass die Besitzer von diesen Hunden die Hunde jetzt auch in die Rennboxen reintun und dass man das vielleicht kann kurz kommentieren kann? Jawohl. Ist Technik parat? Okay, Start frei. Ist das nicht ein Zwang für die Hunde, wenn die in die Boxen rein müssen? Da muss man sich schon Zeit nehmen, um den Hund daran zu gewöhnen. Er geht mit Sicherheit nicht immer mit der grössten Begeisterung rein, weil er sieht ja den Hase, der vor der Box liegt. Und für ihn ist es eigentlich völlig unnötig, jetzt vorher in die Kiste zu gehen. Aber das braucht es natürlich, damit wir für alle gleiche Voraussetzungen haben und damit dann das Rennen auch wirklich fair kann. Ausgetragen werden. Jetzt sind die Hunde drin und sind auf der Bahn. Noch sehr stark beieinander. Am Anfang. Drei Weiss hat sich da vorausgeschafft. Badia, es ist aber noch nichts entschieden. Die drei Hunde, die vorne die Spitze bilden. Da hat jeder Siegeschance. Sie sehen, ein Positionskampf mit sauberen Mitteln um den zweiten Platz. Vier hat den zweiten Platz aber können verteidigen. Jetzt würde ich meinen, ist dann der Lauf etwa entschieden. Aber erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt, ich bin nicht sicher,
ob das so klar war, aber wir haben dazu den Zielfilm und der ist unbestechlich. Den werden wir konsultieren, wir werden das Ganze, gerade den Ziellauf, auch noch in die Zeitlupe sehen. Wunderbar. Jetzt, was man ja kennt, den Afghan als Hund, wenn man Hunde gerne hat, aber was man vielleicht weniger kennt, ist, dass die Hunde sehr schnell rennen können. Wie schnell rennt jetzt so ein Afghan? So ein Afghan hat eine Spitzengeschwindigkeit von etwas über 50 Stundenkilometer. Das ist heute nicht ganz so schnell. Jetzt, heute wird es ein bisschen tiefer sein, weil wir haben eine sehr lockere Schneeoberfläche auf der Rennbahn und einen sogenannten tiefen Boden. Und das drückt die Zeiten nach oben. Auf der anderen Seite ist die Rennbahn optimal für die Hunde. Verletzungsgefahren sind, würde ich meinen, minimalst. Und ich glaube, von dort her sollten wir eigentlich weiter einen Rennablauf können, positiv entgegenschauen. Ein schönes Schauen und ein außergewöhnlich spannender Lauf haben wir hier auf erwischt mit den Afghanen. Wie lang ist eigentlich die Bahn, die sie rennen? Die Bahn hier ist jetzt 480 Meter und das ist eigentlich so quasi die klassische Distanz für Windhundrennen. Jetzt die Afghanen, das ist eine Rasse, die unter die Windhunde zählt. Was für Rassen gibt es noch? Anspruchsvolle, weniger anspruchsvolle? Die Windhunde sind Rassen, die außerordentlich vielfältig sind. Vielfältiger als dass man es eigentlich würde annehmen. Insgesamt 9 von diesen verschiedenen Typen laufen auf der Bahn. Nebst den Afghanen die russischen Windhunde, Barsois, dann Galgo Espanol, die Greyhounds, die werden wir ja noch sehen, italienische Windspiel, dann Salucchi, die Sie vorher in Slow Motion gesehen haben. Die werden wir noch sehen. Und Slugi Azawak und schließlich die Wippet, die Rasse, die bei uns auf der Rennbahn eigentlich am stärksten verbreitet ist. Jetzt, wenn man so einen Hund hat, ab wann fängt das Training an zu diesen Rennen? Und wie alt ist ein Hund, wenn er so im idealen Rennalter ist? Also es gibt ganz enge und harte Vorschriften für den Rennsport. Es muss ein Hund mindestens 18 Monate alt sein, damit er überhaupt zum Rennen eingesetzt werden kann. Und er darf nicht länger eingesetzt werden als bis zu seinem 6. Altersjahr. Er hat dann noch 2 Jahre als Senior quasi ein bisschen weniger anstrengend, die Rennen zu bestreiten. Mit dem Training, das fängt eigentlich schon recht früh an, dass man versucht herauszufinden, wie stark ist der Hetztrieb, der Jagdinstinkt von dem Hund. Und wenn er ausgeprägt ist und der Besitzer selber auch Spass daran hat, dann wird er ihn dann wahrscheinlich so im Alter von 12 Monaten anfangen zu trainieren. Trainieren ganz ähnlich, wie das ein Langstreckenläufer macht. Also einerseits auf Stehrqualitäten und andererseits auch auf Sprintqualitäten. Denn es ist wichtig, dass der Hund möglichst rasch bis zur ersten Kurve möglichst weit vorne ist. Dort vorne wird es dann ein bisschen eng. Und wenn man dort vorne dabei ist, dann hat man natürlich einen Vorteil. Der Greyhound ist ja sicher im Prinzip der König auf der Rennbahn. Sie haben vorhin Salucchi angesprochen. Ich glaube, wir haben dazu dann auch noch ein paar Bilder, wo Sie vielleicht auch könnten, das Typische vom Salucchi jetzt wieder rausgreifen. Jawohl, Sie sehen jetzt die Slow Motion vom Salucchi-Feld, wo da läuft. Also persische Windhunde, die normalerweise natürlich auf anderen Untergrund laufen als auf dem Schnee. Die sind sich von ihrem Herkommen her sind die Königshäuser gehalten zur Jagd. Ein Salucchi gilt neben dem Ross und neben dem Falk als Zeichen des Wohlstandes. Er wird dort trainiert auf das Jagen und er ist eigentlich zu uns gekommen und kann jetzt dem Jagen auf der Bahn ein bisschen anleben. Vom Charakter her ist ein Windhund ja ein Jagdhund. Gibt das nicht Probleme, wenn man sie auch sonst haltet, dass sie abgehen und irgendeinem Tier nachrennen? Die Probleme gibt es natürlich schon, das ist ganz klar, wie bei anderen Jagdhunderassen auch. Und ich glaube, gerade darum hat der Windhundrennsport eine besondere Bedeutung und eine besondere Funktion, weil er den Hunden Möglichkeiten gibt und vor allem auch den Besitzer, ihre Hunde frei rennen zu lassen, ohne dass sie Angst haben müssen, dass er jetzt über die Straße rennt oder dass er im Wild nachgeht oder sonst etwas. Also ist es fast ideal, wenn man diesen Sport betreibt, wenn man einen Windhund hat, dass er überhaupt auch rennen kann. Wird eigentlich so ein Windhund teuer gehandelt? Ich stelle mir jetzt das vor, so ähnlich wie bei den Pferden. In der Schweiz wird er nicht teuer gehandelt. Er kostet ein Windhund, gleich welcher Rasse, gleich viel wie ein anderer Rassehund auch, mit Stammbaum. Anders ist es natürlich im Ausland, dort wo das Ganze professionell betrieben wird. Dort können die Preise dann für
künftige mögliche Favoriten astronomische Höhe annehmen für einen Vierbeiner, für einen Hund. Wie astronomisch? Ja, da kann also zwischen 50 bis 100'000 Franken kann unter Umständen investiert werden, vielleicht in einen sechsmonatigen Hund. Und wenn Sie sich vorstellen, wie lange das die Phase noch ist von diesen sechs Monaten, bis er dann allenfalls seine erste Siegprämie kann abholen, da kann sich noch viel ereignen. Und darum, glaube ich, ist das schon ein recht stolzer Betrag. Was mit diesen Windhunderrennen ja auch verbunden ist, ist das Wetten. Auch hier in Arosa wird gewettet. Wie sieht das aus in Sachen Höchstbeträge? Was kann man gewinnen? Also in der Schweiz wird normalerweise nicht gewettet. Es ist in den meisten der Kantone sogar verboten. Wir haben hier oben durch im Kanton Graubünden eine Ausnahme. Hier oben wird gewettet. Bei uns in der Schweiz werden eigentlich verhältnismäßig vergleichsweise kleine Beträge gesetzt. Ganz anders auch im Ausland, wo sie in den Vereinigten Staaten oder in England oder Spanien recht stolze Summen sind, wo dann der Besitzer, der mit dem ganzen Herz da, ganzen Herzblut seine Hunde sieht laufen, da noch ein bisschen nachdoppelt mit entsprechenden Summen. In England werden im Jahr rund 2 Milliarden Pfund in Windhundewetten investiert. Im Bild haben wir jetzt gerade Greyhound gehabt. Das ist ja auch das Rennen, wo Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, daheim haben können mitwetten. Wir haben Ihnen am letzten Sonntag 6 Hündinnen vorgestellt, eben Grey. Und Sie haben können Tipps abgeben, eine sagenhafte Zahl von Postkarten und Tipps sind bei uns eingetroffen. 8'000 rund Postkarten haben wir mit auf Arosa genommen. Favorit war eigentlich bei Ihnen daheim, ganz eindeutig der Hund Nummer 6. Und wir werden jetzt doch nochmal vor dem Rennen, das jetzt dann gerade live stattfindet, Ihnen daheim die Hunde nochmal präsentieren. Und Sie, Herr Gut, können vielleicht wieder sagen, nochmal kurz den Charakterpunkt oder was der Hund auszeichnet, der jetzt dann rennen wird. Jawohl, also Start Nummer 1, was Sie aus dem Bild sehen, Windflowers Black Beauty. Jetzt hier mit Start Nummer 2, Jacaranda of Running Spirit, die zweite am Supercup in Deutschland. Eine 3-jährige Hündin im Sitz von der Frau Arnold. Start Nummer 3 trägt Genie, die Crazy Lex Genesis, Gewinnerin von der Fuchsjagd, Besitzerin Ruth Bertschi. Mit der Start Nummer 4 im Bild jetzt Cheryl of Sunnyside. Sie ist im letzten Jahr nicht viel Rennen gelaufen. Ist aber Finalistin an der Schweizer Meisterschaft 1985. Wahrscheinlich in dem Rennen eher eine Aussenseiterin. Start Nummer 5, die SB of Vineyard. Sie hat mehrere Rennen gewonnen im vergangenen Jahr. Eine 2,5-jährige Hündin im Besitz der Familie Schweizer. Und schließlich Start Nummer 6, die Favoritin vom heutigen Rennen aus der österreichischen Zucht, Mount Cashels Blonde, Schweizer Meisterin vom letzten Jahr. Und ich meine zu Recht Favoritin für das Rennen, aber wir werden es ab. Favoritin, die Hündin auch bei unseren Zuschauern daheim. Sie haben gewettet. Ich kann auch noch sagen, rund 2'000 Karten von diesen 8'000 sind aufs Startnummer 6 gesetzt worden. Startnummer 3 hat am zweitmeisten Stimmen bekommen. Sehr spannende Situation im Moment. Grace sind ja die schnellsten. Wie schnell sind die? Sie erreichen die Spitzengeschwindigkeiten von über 70 Stundenkilometer. In der Gerade vornehmlich, muss man allerdings sagen, die enorme Geschwindigkeit vermögen sie jetzt also nicht über mehrere Kilometer in diesem unveränderten Tempo durchzuhalten. Jetzt sind die Hunde auf der Bahn. Und Favoritin ist die vorne, ganz klar. Mount Cashels Blonde führt. Und jetzt kommt Start Nummer 3 stark auf, aber das wird hart. Der Vorsprung ist sehr gross. Harter Kampf um Position 2 zwischen Nummer 3 und 5. Ich will meinen einen ungefährdeten Sieg von der Favoritin Mount Cashels Blonde vor der Start Nummer 3, 5, 2, 1 und 4. Ich glaube, sie gehen mit mir einigen schönen Lauf. Auch wenn vielleicht jetzt die
dem Lauf die Favoritin es nicht so spannend gemacht hat, sondern gerade von Anfang an den Tarif quasi durchgegeben hat und sich deutlich vorne abgesetzt hat. Das Ganze werden wir jetzt auch noch mal in Zeitlupe sehen. Kommt es eigentlich auf etwas ganz Spezielles an? Ja, es kommt auf Verschiedenes darauf an, dass ein Hund erfolgreich ist. Es braucht sicher eine gute Zucht. Von dort her können enorm viele Voraussetzungen positiv oder negativ gestimmt sein. Wir haben in der Schweiz gute Windhundzüchter. Es kommt aber noch viel stärker auf die Haltung drauf an, auf das Training, auf die Vorbereitung des Rennens selber. Und so hat es also der Besitzer enorm stark selber in der Hand, ob sein Hund oder seine Hündin mal erfolgreich ist oder nicht. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der Siegerhund schon im Anzug ist. Wir werden ja schließlich auch noch ein Siegerinterview machen mit dem Besitzer. Mit dem Hund geht es schlecht. Was gönnt man eigentlich? Also kein Geld in der Schweiz, wie bereits gesagt, sondern je nachdem ein Pokal oder eine Medaille oder so. Jetzt, weil wir hier eine neue Auflage haben von einem Rennen, gibt es auch eine neue Auflage von einem schönen Preis. Der grosse Preis von der Schweiz auf Schnee ist also für den Sieger eine Belohnung in Form von einem grossen Pokal. Wir haben ja jetzt auch Windhundrennen zum ersten Mal im Schnee. Hat das eine Umstellung gebraucht für die Hunde? Es hat keine unmittelbare Umstellung gebraucht für die Hunde. Ich habe am letzten Sonntag schon darauf hingewiesen, es hat eine Umstellung gebraucht für die Besitzer. Damit dass die ihre Hunde nicht einfach können, quasi in der Ruhepause lassen können, sondern sie haben sie doch gleich vorbereitet auf das heutige Rennen. Für die Hunde selber ist es keine Umstellung. Wenn schon höchstens eine positive, dass wir mit dem Geläuf, das wir hier haben, eine absolut optimale Voraussetzung haben, wo kaum irgendeine Verletzung wird vorkommen. Vielen Dank für die Informationen, Herr Gut. Ich sehe, der Siegerhund Mitbesitzer kommt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt man sich jetzt, wenn der Hund wirklich das gebracht hat, was man von ihm erwartet hat? Zuerst noch schnell verschnaufen. Sie sind ja nicht gerannt, der Hund ist ja gerannt. Ja, wie fühlt man sich? Der Hund fühlt sich gut. Er fühlt sich wahrscheinlich sehr gut. Er hat ja das können machen, was ihm auch liegt, nämlich eben rennen. Gibt es jetzt irgendeine besondere Nacht für ihn? Oder wird das gefeiert in einer anderen Art? Das wird gefeiert, ja. Nein. Der Hund kommt schon speziell jetzt Nacht über, ja, aber gefeiert wird es unter uns wahrscheinlich. Da kommt man sich schlafen. Wie sieht die zukünftige Saison aus für euch beide? Das weiss ich noch nicht. Ich habe noch keine Termine. Aber es wird ein grosses Rennen wieder machen. Viel Erfolg weiterhin, darf ich Ihnen wünschen. Jetzt, wir haben ja einen Wettbewerb ausgeschrieben. Wir kommen jetzt also zu dem grossen Moment. Dürfen wir Sie einladen, bei uns Glückskäfer zu spielen? Ich habe Ihnen den Hund, gell? Wenn es irgendwie geht, schon, aber... 6, das haben wir da hinten und das hat ja auch tatsächlich am meisten Zuschriften bekommen. 3 Gewinner brauchen wir. Darf ich Sie bitten, da tief in die Kiste reinzulangen und einmal einen rauszuziehen? Der dritte Preis, das ist das Wochenende für eine Person hier in Arosa. Dabei ist eine Übernachtung und ein Skipass. Und gewonnen hat das Esther Schneider, Schiebler. Und, das ist schwierig zu lesen. Zugastrasse in Art, 6415. Herzlichen Glückwunsch mal dort. Dann brauchten wir noch einen zweiten Gewinner. Da kann man gewinnen, ein Wochenende für 2 Personen. Eine Übernachtung und Skipass ist auch dort dabei. Und der Preis geht an Elisabeth Schneider, Mittelgäustrasse 190 in 4617 Gunzen im Solothurnischen. Herzlichen Glückwunsch! Und der Hauptpreis, der erste Preis, ein Wochenende für 2 Personen mit 2 Übernachtungen und Skipass. Und der Preis geht an Conny, möglicherweise sie oder er, Conny Mannhardt, Alpenstrasse 4 in 8304 Walliseller. Auch dort herzlichen Glückwunsch! Ja, und mit dem sind wir eigentlich schon fast am Schluss von unserer Live-Schaltung hier aus Arosa. Wir haben Ihnen noch Musikalisches, und zwar haben wir den Phil Rose mit dem Greyhound-Song. Und dazu können Sie auch noch gerade sehen, wie so eine Siegerehrung von den Greyhound, jetzt, die gerannt sind, stattfindet. Ihnen nochmal herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank, Sie können gerade zur Siegerehrung gehen. Und Ihnen daheim auch noch einen recht schönen Sonntag. On an early sunny
his Sunday morning, far away from speeding town. He'd nearly by the mountain on the countryside. And voices of a new day dawning, echoes in a blue sky, touched with Mother Nature, burning free and wild. A day cut out for treat of strange, a day for competition, in peace and beauty sin. Run, greyhound, run. Run as faster than the wind blows. Run, greyhound, run. You're bound to fight, you're bound to win, you're bound to take the glory of the day with you away. The race fans came from everywhere, from north and south and east and west, all champion master bouts, all nation, who will be the best? Who take the golden trophy, who will be the first one in the crowd, staring as the winner, while jumping, bottles smashing loud. Run, greyhound, run, run as faster than the wind. It's over, a brand new little star is born, a king without a crown, the winner of the town. 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 The winner of the town.